Zubereitungszeit, ca. 25 pro Portion, ca. 595 Kilokalorien, 200 Gramm Sahne, 150 Gramm Zartbitterschokolade, Klammer auf 50% Kakaoanteil, Klammer zu, 50 Gramm gegarte Maronen, 3 Eier, Klammer auf M, Klammer zu, 40 Milliliter Portwein, 2 Msp. Gemahlene Vanille, 40 Gramm Butter, 50 Gramm Zartbitterschokoladenspäne, Bratenthermometer. 2. Bereitung, gleich Ahne in eine Rührschüssel geben und Rührbesen des Handrührgeräts steif ed. Die Schokolade in Stücke brechen unterstrich. Mün mit den Maronen im Stand merken. In Schokomasse in einen Topf um, den Portwein und die Vanille dazugeben und den Topfinhalt bei mittlerer Hitze in ca. 5 auf ca. 50, Klammer auf Bratenthermometer verwenden, Klammer zu, erhitzen. Drittens, die Butter in Flöckchen mit einem Schneebesen unterrühren, die Creme in eine Schüssel umfüllen und 5 abkühlen lassen. Die Sahne unterheben. Die Creme mit Schokospänen bestreuen und servieren.